So, hier wären wir auch schon. Warten wir mal auf unser erstes Opfer. Es scheinen nicht alle sich zu trauen. Kann ich verstehen. Ja, niemand traut sich rein gegen mich. Anscheinend hat mein Deck schon einen sehr krassen Ruf in der Meta. Okay, Pico-Kraft. Ich glaube, er spielt Minecraft. Machen wir ihn platt. Duell Nummer 6. Jetzt komm. Okay, dann. Alles klar. Er fängt an. Emperor Coming Goblin. Die ist sehr beliebt in Kombi-Decks. Into the Void. Was? Er muss eine ganze Hand abschmeißen nach dem Zug. Okay, jetzt hat er keine Hand mehr. Seltsam. Top the Gear. Ziehen wir zwei Karten. Wollen wir ihm wieder eine Hand geben? Victory. Was für eine Pussy. Aber schauen wir uns mal sein Deck an. Mich würde es mal interessieren, was für ein Deck der hat. Ich speise mal unter Fragezeichen. Keine Ahnung. Weil diese Part, der ist ja sonst viel zu kurz. So, schauen wir mal das Deck an. Replays. Dass die immer gleich conceden. Wo ist das denn? Galaxierung, Fu. Starting-Runde. Hey, ich hab's doch gespeichert. Warum ist es hier nicht gespeichert? Seltsam. Lade Replay. Nee, das ist was anderes. Aber, ach so, ja. Das ist so eine andere Version meines Decks. Ich kann es euch mal zeigen. Das war die erste Testversion meines Troll-Decks. Die können wir uns mal anschauen, weil der Part so kurz war. Da habe ich noch einen anderen Krug drin gehabt. Der hier. Absolvationskrug. Zerstört alle Zauber- und Fallenkarten. Mit Fehlerwisch. Den Gier von ihm. Er greift Gewebekrug an. Ja, hier kriege ich direkt einen Damage. Goldener Marienkäfer habe ich versucht damals einzubringen. Ist eine sehr gute Karte, um seine Lebenspunkte zu erhöhen. Jedoch ist diese Karte nutzlos, wenn man ständig Schaden bekommt und kann dadurch keine Synergy mit Selbstzerstörungsknopf aufbauen. Deswegen habe ich die raus. Diese Karte ist zwar auch ganz geil, allerdings zerstört sie nur Zauber- und Feinkarten. Und das ist real irrelevant, weil unser Deck spielt darauf, die Monster auf zurück ins Deck zu geben. Hier habe ich den Fehlwisch gespielt. Ich weiß nicht warum. Achso, um eine Karte zu zerstören. Crash-Karte. Die Karte wurde, soweit ich weiß, genervt. Die ist jetzt deutlich schwächer als früher. Die Wewe guckt nochmal. Hier habe ich nur noch 2000 Damage. Habe wieder meine Lebenspunkte ein bisschen erhöht. Setze. Was habe ich denn da verdeckt? Cyberstein. Ja, Cyberstein habe ich auch noch reingetan, um ein bisschen zu testen. Und da habe ich verloren. Gut, wir sehen uns im nächsten Part.